Namaste und schön, dass du da bist. Du leidest unter Grübeln, machst dir viele Sorgen, leidest unter mentaler Verspannung, machst dir sehr, sehr viele Gedanken. Diese Yin-Yoga-Einheit soll dir helfen, raus aus den quälenden Gedanken zu kommen, mentale Entspannung zu finden und nochmal ein wenig zur Ruhe zu kommen, raus aus dem Stress und ja, ein wenig rein in die Entspannung zu kommen. Wir verbinden in dieser Stunde heute Yin-Yoga mit ein wenig Akupressur, vor allem für Milz und Magen, noch ein paar weitere Punkte. Leg dir gerne ein Kissen, ein Bolster vielleicht, eine Decke und auch gerne zwei Blöcke zurecht und mach es dir gemütlich. Lass uns beginnen. Wir starten mit einer kleinen Massage der Position des Schmetterlings. In einer angenehmen Position, vielleicht in der Schmetterlingshaltung, indem du deine Füße aneinander legst und dich vielleicht ein wenig höher setzt, wenn es für dich passend ist und stimmig. Dann lasse deinen Atem sanft und ruhig fließen, dich sanft und ruhig hier ankommen. Vielleicht magst du deine Hände so an die Innenseiten deiner Füße legen, so ein wenig hinter den großen Zeh, dir so eine kleine Massage gönnen. Den Fuß sanft ausstreichen, vielleicht einfach den Punkt halten, ein wenig Fuß aufwärts Richtung Bein massieren, so an der Innenseite deines Fußes. Das ist ein wunderbarer Punkt auf dem Milzmeridian, der dafür zuständig ist, dass wir verdauen, und damit ist nicht nur körperliche Nahrung gemeint, sondern auch geistige Nahrung gemeint. Und wenn wir zu viel im Denken, im Grübeln sind, dann wirkt sich das nicht besonders gut auf unsere Milz aus. Das Schöne ist aber, dass wir auch das Ganze ein wenig umdrehen können. Vielleicht spürst du schon, wenn du deine Füße so ein wenig massierst, dich mit diesen Punkten verbindest, dass so langsam deine Gedanken ruhiger werden, deine Gedanken sich sanft bewegen. Und vielleicht ein wenig mehr in den Hintergrund treten. Beobachte deinen Atem. Lass deinen Atem sanft fließen. Du kannst noch ein wenig weiter hier massieren oder ein wenig mehr in diese Position des Schmetterlings eintauchen. Vielleicht sogar die Beine öffnen, in eine Libellenposition, die Beine in so eine breite Grätsche bringen. Dabei deine Stirn sanft sinken lassen, dich in so eine sanfte Vorbeuge bringen. Vielleicht magst du deinen Kopf unterstützen, deinem Lock. Aber mach dir keinen Stress, wenn du nicht so weit nach unten kommst. Nimm dir einfach einen Moment Zeit, hier anzukommen, deine Gedanken einfach fließen zu lassen. Einfach sein zu lassen. Dich vielleicht noch ein wenig mehr mit deinem Atem zu verbinden.
Händen dann langsam, ganz langsam, kannst du diese Position nochmal auflösen. Dich gerne für einen Moment auf deinem Rücken ablegen. Lass dir Zeit und deinem Körper die Gelegenheit, der Wirkung dieser Übung einmal nachzuspüren. Nimm gerne für einen Augenblick deine Knie zu deiner Brust heran. Vielleicht auch nur erstmal ein Knie auf einmal. Vielleicht tastest du so ein wenig unter deinem Knie an der Außenseite deines Unterschenkels. Punkt, dort wo das Schienbein endet. Und halte diesen Punkt. Moment, wenn ich die Außenseite deines Unterschenkels massieren. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt auf dem Magenmeridian, der dich unterstützen kann, wenn du Energie brauchst oder wenn deine Gedanken dir zu sehr umherkreisen. Gönne dir so eine kleine Massage an der Außenseite deines Unterschenkels. Kurz unter deinem Knie, dort wo das Schienbein endet. Atme hier ein wenig hinein. Lasse deinen Atem sanft und frei fließen. Nimm dann das andere Bein zur Brust heran und wiederhole die Übung auf dieser Seite. Massiere hier die Außenseite deines Unterschenkels. So ein wenig unterhalb des Knies, dort wo das Schienbein endet. Massiere diesen Punkt und atme hier ganz entspannt und ruhig. Deinen Atem sanft und frei fließen.
Dann lass dein Bein wieder los. Leg dich für einen Moment auf deinem Rücken ab. Spüre hier für einen Moment einmal nach. Finde dich dann langsam vielleicht über eine Rolle zum Sitzen. Lass dir Zeit, nach oben zu kommen auf deine Weise. Und lege dir gerne für die nächste Position, für die nächste Übung eine gefaltete Decke auf deine Matte, um deine Knie zu unterstützen. Vielleicht legst du dir zwei Blöcke an den Anfang deiner Matte. Finde dich hier jetzt in den Vierfüßlerstand und aus deinem Vierfüßlerstand in die Position des Drachen hinein. Eine wunderschöne Position für den Magenmeridian. Bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Die können sanft aufgestützt sein auf deinen Blöcken oder vielleicht auf deinem Oberschenkel abgestützt. Das hintere Bein sanft abgelegt auf der Decke, vielleicht das Knie so ein wenig unterstützt. Und lass deinen Atem hier sanft und ruhig werden. Gerade der Drache ist eine Position, der oft ein wenig Unruhe erzeugt, der oft etwas schwierig empfunden wird. Aber anfangen, die Gedanken kreisen zu lassen. Vielleicht nimmst du diese Position jetzt für diesen Moment als eine Übung an, als ein kleines Training. Und dafür, dass, auch wenn es vielleicht mal etwas anstrengender und stressiger ist, Gedanken auch hier einfach fließen zu lassen mit deinem Atem. Vielleicht zu spüren, wie du mit jedem Atemzug ein wenig mehr entspannst, deine Hüften entspannst, die Vorderseite deines Körpers entspannst. Der Atem immer sanfter und ruhiger wird und du merkst, wie mit jedem Atemzug die Gedanken immer mehr und mehr in den Hintergrund treten. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr.
und dann bleib noch so für 2, 3 Atemzüge hier im Drachen. Löst dann langsam wieder auf. Wenn du dich gern für einen Moment über den Vierfüßlerstand und wieder eine Kindeshaltung zurück oder vielleicht einen herabschauenden Hund, indem du für einen Moment deine Beine abwechselnd beugen und strecken kannst, deinen Rücken lang werden lässt. Langsam deine Knie wieder sinken lässt bei den Vierfüßlerstand, Position den Drachen zur anderen Seite findest. Lass dir ein wenig Zeit, hier hineinzufinden, deinen Atem wieder sanft fließen zu lassen. Und einfach zu beobachten, was jetzt noch an Gedanken da ist. Dieses Kreisen der Gedanken nicht immer ruhiger werden zu lassen. Mit jedem Atemzug dich ein wenig mehr zu erden, zu verbinden mit der Erde. Vielleicht im Kontakt zu spüren deines vorderen Fußes mit der Erde. So noch ein wenig mehr loslassen und entspannen zu können. Mit jedem Atemzug, wenn ich mehr und mehr. Und dann bleib auch hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr in dieser Position. Und löst dann langsam auf, wenn du dich entweder nochmal in den Hund oder gleich in die Kindeshaltung
und lass dir dann ein wenig Zeit, in der Kindeshaltung noch einmal nachzuspüren, der Wirkung dieser Übung noch mal nachzuspüren. Leg dich gerne auf deinem Rücken ab. Nimm dir einen Block, den du unter deinen Po legst. So eine unterstützte Version der Schulterbrücke, genannt die Regenbogenbrücke. Eine wunderbare Position, die die Körpervorderseite dehnt und auch nochmal ganz bewusst die Meridiane von Magen und Milz anspricht. Achte hier nur darauf, dass der Block oder dein Kissen unter deinem Po liegt, dass der untere Rücken frei bleibt. Du kannst hier, wenn du magst, für einen Moment deine Hände so auf deinen Bauch legen, so in die Mitte zwischen deinem Nabel und dem Brustbein. Dir hier vielleicht so eine sanfte Massage geben. Oder einfach deine Hände abgelegt lassen, hier Energie reinschicken. Diesen Bereich zu spüren, du hier vielleicht ein wenig mehr und mehr entspannst. Während du mit jedem Atemzug ein wenig tiefer in deine Unterlage sinkst. Deine Gedanken ziehen lässt. Einfach wieder dein Bewusstsein auf deinen Atem lenkst, der sanft kommt und geht. Ruhig und sanft und mühelos. Du kannst hier mit deinen Händen bleiben, wenn du möchtest. Oder deine Arme noch ein wenig weiter über deinen Kopf strecken, um die Dehnung zu vertiefen. Schau einfach, was heute für dich die passende Position ist, sich heute gut anfühlt, wo du dich heute ganz in deiner Mitte fühlen kannst. Dann erlaube es dir, hier noch ein wenig mehr in diese Position zu entspannen.
dann bleib hier noch 2, 3 Atemzüge mehr. Flüstern langsam wieder auf. Vielleicht magst du hier dir jetzt noch so eine kleine Massage geben zum Abschluss, was du noch spürst, dass du Verspannungen hast in deinem Nacken, in deinem Hinterkopf. Nimm dir hier gerne einen Block und leg ihn dir so unter deinen Nacken, so dort, wo der Kopf und der Nacken sich verbinden. Wenn dein Block zu hart ist, nimm dir gerne ein Handtuch, was du drüber legst, sodass du wirklich hier ganz angenehm entspannt liegen kannst. Dann nimm dir gerne so ein wenig Zeit, deinen Kopf ein wenig von Seite zu bewegen. Vielleicht zu spüren, ob du noch irgendwo Verspannungen spüren kannst. In deinem Nacken, in deinem Hinterkopf. Vielleicht, wenn du eine Stelle bemerkst, die noch ein wenig Aufmerksamkeit benötigt, um dort für einen Moment zu verweilen. Noch ein wenig innezuhalten. Und so alle Spannungen, die vorhanden sind, loszulassen mit dem Ausatmen. Alles loszulassen. Den Nacken sanft entspannen. Und dann löse hier so langsam wieder auf, wende dich zur Mitte zurück, hast gern die Füße aufgestellt, versetz das Becken zu deiner rechten Seite und lass deine Knie sanft nach links fallen, den Kopf entgegengesetzt zu den Knien und erlaube es deinem Körper noch einmal mehr zu entspannen, deinen unteren Rücken zu entspannen. Alle Spannung loszulassen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr in diese sanfte Stille der Entspannung einzutauchen. Mit jedem Atemzug ein wenig mehr und mehr.
und finde dich hier wieder zur Mitte zurück. Stell die Füße wieder auf. Spüre für einen Moment zwischen beiden Körperhälften nach. Während du jetzt sanft dein Becken zu deiner linken Seite versetzt, die Knie nach rechts fallen lässt, den Blick entgegengesetzt zu den Knien. Lass dich auch hier nochmal ankommen, dieser wunderschönen Drehung, diesem wunderschönen Twist. Atme in deine freie Körperseite hinein. Erlaube es deinem Geist noch ein wenig mehr, sich zu beruhigen, im ganzen System sich zu entspannen. Mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr und mehr. Dann finde dich langsam wieder zur Mitte zurück. Wenn du magst, nimm noch gerne deine Knie zu deiner Brust heran. Gib dir eine kleine Massage, nimm dir, was du brauchst. Und finde dann deine Position für die Endentspannung. Leg dich auf deinem Rücken ab, vielleicht mit einer gerollten Decke oder ein Kissen unter deinen Knien. Die Schultern sanft abgelegt, der Nacken entspannt. Atem fließt sanft. Und vielleicht spürst du, dass so nach und nach auch wirklich alle Gedanken in diesen sanften Fluss des Kommens und Gehens eintauchen, ohne daran festzuhalten. Zu wissen, dass diese Gedanken da sind, aber dass sie auch wieder vorbeiziehen dürfen.
der Geist sich noch ein wenig mehr und mehr beruhigt, während du jetzt diese letzte entspannte Position von Shavasana, der Endentspannung, eintauchst und dir hier so viel Zeit lässt, wie du brauchst, dich noch ein wenig mehr und mehr zu entspannen. Thank you.
Du kannst hier so lange bleiben, wie du möchtest. Vielleicht magst du aber auch langsam deinen Körper beginnen aufzuwecken. Wenig Bewegung in deinen Körper zu bringen, die Finger, die Zehen bewegen, dich strecken und lang machen. Nimm dir deine Zeit, einen für dich stimmigen Abschluss zu finden. Vielleicht über deine Seite oder über eine kleine Rolle nach oben zu kommen. Dir selbst ein Lächeln und ein wenig Dankbarkeit zu schenken dafür, dass du dir die Zeit für dich und deine Yoga-Praxis genommen hast. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Namaste.